Man muss aber sagen, also ich will damit nicht sagen, dass der Islam eine Religion ist, die auf Hygiene keinen Wert legt. In der Tatsache ist es sogar so, dass viele Weltreligionen und auch philosophische Weltansichten, lassen wir mal die philosophischen Weltansichten weg, aber Religion, wenn man von Religion redet, verbindet man das meistens mit Abstinenz, mit Entsagung, sei Vernachlässigung des Körpers. Vernachlässigung des Körpers. Denn der Körper ist ja etwas Weltliches, Materielles. Religion bedeutet aber, dass man mit seiner Seele, mit dem geistlichen, spirituellen emporsteigt. Tatsache ist, dass es in vielen Weltreligionen so der Fall ist. Der Islam ist aber nicht so eingestellt. Im Islam, Religiosität bedeutet im Islam nicht Vernachlässigung des Körpers. Im Gegensatz sogar, wir sehen, dass der Islam viele hygienische Handlungen, die eigentlich, wenn man das mal jetzt genau betrachtet, mit der Religion nichts zu tun haben. Im allgemeinen Verständnis der Menschen, wenn sie von Religion reden, Religion bedeutet Gottesdienst, Religion bedeutet sich zurückziehen irgendwo, Isolation, Religion bedeutet Zurückgezogenheit, Abstinenz. Aber wir sehen, dass der Islam das nicht so versteht und begreift. Wir sehen zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den Siwak sagt, der Siwak, welches eigentlich ein, wenn man das im Auge, durch das Auge der allgemeinen Menschheit betrachtet, der Siwak ist keine gottesdienstliche Handlung, oder? Ist ja eigentlich keine Gottesdienst, Zähneputzen ist keine gottesdienstliche Handlung, oder nicht? Aber der Islam hat das zur Anbetung gekürt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. Der Siwak ist eine Bereinigung des Mundes und eine Zufriedenstellung des Herrn. Oder die Waschungen, die wir haben, die Ganzwaschung, die Teilwaschung, die Beschneidung ist ein religiöser Akt, aber auch etwas eine Handlung, hat etwas Hygienisches an sich.